Hallo Freunde, seit etwa 9 Monaten wird hier bei uns das Warmwasser mit Solarstrom bereitgestellt, was eigentlich ziemlich cool ist. Umsonst kann man ja nicht sagen, weil man muss ja die ganzen Solarmodule, die Batterie und so weiter vorher anschaffen. Aber heute wollte ich ganz gerne einmal darüber reden, wie viel oder wie hoch ist die Gasersparnis nach 9 Monaten. Das heißt, seit 9 Monaten haben wir das Ganze hier von der Gasheizung abgeschaltet und machen das nur noch mit Strom. Hier ist so ein 2 kW-Heizstab drin, der das Ganze quasi erledigt. Ja, wie hoch ist die Ersparnis? Also ich habe mal nachgehalten. Zwei-Personen-Haushalt haben wir hier, sind in etwa 3 kW im Durchschnitt pro Tag, die hier für Strom benötigt werden. Das heißt, wir haben jetzt irgendwo 90 kW im Monat und 810 kW im Jahr. Ja. Gas kostet im Moment 15 Cent pro Kilowattstunde. Ja. Und ich lasse jetzt mal die Verluste aus, die man hat, wenn man auch Gas verbrennt. Ne. Weil man kann ja nicht sagen, dass das 1 zu 1 ist, sondern das sind ja auch Verluste, die in Schornstein rausgehen. Aber die lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Und also diese 810 Kilowattstunden, die wir da hätten, wenn wir das Ganze mal 15 Cent rechnen würden, nach 9 Monaten, hätten wir eine Ersparnis von 121 Euro. Also in 9 Monaten konnten wir 121 Euro sparen, dadurch, dass wir quasi das Ganze hier mit Strom betreiben, aber mit Strom aus Solarzellenproduktion. Klar habe ich jetzt. Also man muss ja auch dazu sagen, im Keller steht eine 6 kW Batterie. Ich habe ja schon ein paar Videos dazu gemacht, die den Stromspeicher dann hier hochschickt und ja, quasi an den Heizstab weitergibt. Die hat damals 5.500 oder 5.600 Euro gekostet, die Batterie, mit Kopf, mit allem drum und dran. Ne? Also das muss man natürlich auch sagen. Also wenn man ja, dass man so ein bisschen gegenrechnet. Ich glaube, da werden vergehen ein paar Jahrzehnte, bis sich das rentiert hat. Also das darf man dann auch so nicht rechnen. Aber trotzdessen, da ich die ja sowieso habe, da ich sie haben wollte und ich sage jetzt mal auch meine Freude daran habe, so eine gewisse auch Sicherheit im Haus dadurch habe, ist das auch für mich in Ordnung. Und ja, ich sag mal, lass es am Ende des Jahres. Also 160 Euro sein, die man eingespart hat, jetzt grob überschlagen, finde ich das schon in Ordnung. Ja, 160 Euro, die man jetzt. Es geht ja auch nicht nur darum, was man da eingespart hat, es geht ja auch so ein bisschen darum, ja, dass man auch so ein bisschen die Umwelt entlastet hat, ne? Mit dem ganzen Gas, das man nicht verbrannt hat. Das finde ich auch schon sehr wichtig. Und ich muss auch dazu sagen, das kommt hin. Also ein Kollege hat 3-Personen-Haushalt, macht das jetzt auch seit 3, 4 Monaten auch mit Strom. Und der kommt im Moment auf 4,5 kW, 4,5 bis 5 kW, also ist immer bei denen unterschiedlich. Aber ich meine, bei ihnen steht 4,5 kW im Durchschnitt am Tag, ja, die er benötigt. Und ja, das kommt in etwa hin. Also pro Person kann man sagen, 1,5 kW am Tag Stromverbrauch. Wobei, ja, es natürlich kommt auch darauf an, ist man eher Duscher, also wir sind hier eher Duscher, oder badet man eher, und. Es sind natürlich viele Faktoren, das kann man jetzt nicht pauschalisieren, weil ich sag jetzt mal, ob man jetzt für eine Person oder für zwei heizt, da ist wahrscheinlich nicht ganz so viel Unterschied, weil ich sag mal, einmal aufheizen musst du sowieso, es muss ja diese 65 Grad erreichen und so weiter. Ja, aber im Großen und Ganzen kann man rechnen, 1,5 kW pro Person pro Tag im Durchschnitt. Ich glaube, damit steht man schon ganz gut da. Ja, von meiner Seite war es das. Ich danke euch fürs Zuschauen. Danke für eure Abos und Likes. Also falls jemand das vorhat, dass er ungefähr weiß, welche Ersparnis er hätte, wenn er das Ganze mit Solarstrom betreiben möchte. Jo. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Danke für eure Abos und Likes, Freunde.